Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Special quasi, ein XXL Unpacking. Ich habe ja gestern Geburtstag gehabt und möchte euch gerne zeigen, welche Bücher ich bekommen habe. Fangen wir mal an. Und zwar, muss ich gucken, und zwar von Kendall Blake, Die Königin. Das ist der zweite Teil der Saga. Ich habe die ersten zwei schon gelesen. Aber irgendwie bin ich in der Geschichte nicht mehr ganz so drin, weil ich die ersten zwei dann auch verliehen habe. Schon seit längerem. Und jetzt möchte ich eben die Reihe quasi wieder rereaden, weil ich jetzt den dritten und den vierten auch noch bekommen habe. Zeige ich euch gleich noch. Das ist jetzt der zweite Band von Kendall Blake. Also ich möchte auf jeden Fall die Geschichte nochmal lesen, bevor ich dann eben die neuen Bücher von ihr dann lese. So, dann kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar auch von Kendall Blake, Die Kriegerin, das ist der dritte, den habe ich noch nicht gelesen, aber Cover sieht wieder echt toll aus. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht mit diesen, mit den Schwestern. So, dann haben wir das nächste Buch, auch von Kendall Blake, und zwar, das ist der letzte Teil, Die Göttin. Also bin sehr gespannt, wie es da, was das für ein Finale ist, ob es die Reihe auch gut abschließt. Mal gucken, bin sehr gespannt. So, was habe ich denn noch alles? Dann von Asuka Leonera, ja, wie spricht den Namen richtig aus? Divinitas. Da geht es von den Elfen verachtet und von den Menschen gefürchtet, hat sich die Halbelfe Fey in die Abgeschiedenheit zurückgezogen. Doch sie wird enttarnt und gefangen genommen. Und an der Schwelle von Leben und Tod gerät sie in eine uralte Fee. Also Fantasy, so Elfen, ja, gar nicht schlecht. Bin mal gespannt. So, dann habe ich noch, geht's weiter? Die habe ich auch auf meiner Wunschliste gehabt. Einmal von Genefa Lee, Royal Secrets. Da geht quasi die Reihe weiter. Ich habe ja die folgenden Bücher schon gelesen, den Anfang quasi. Jetzt geht's quasi mit Alexander und Clara weiter. Das nächste habe ich auch noch. Den nächsten Band auch noch, Passion. Ja, bin sehr gespannt. Oder ist das der erste Band? Ist das egal? Ich kann es auch nochmal lesen, das macht ja nichts. Also neu aufgelegt haben sie auf jeden Fall. So, Moment, ich hole noch die anderen Bücher raus. So, stellen wir das auch kurz auf die Seite. So, und zwar einmal von Mana Wolf Mond Silbertraum. Ich kenne die Reihe persönlich jetzt nicht. Da geht es anscheinend um Emma und Curses, welcher Band das jetzt ist. Ich muss jetzt mal gucken. Emma und Callum haben für ihre Liebe alles riskiert. So. Endlich scheint ein gemeinsames Leben möglich. Doch Ellen steht zwischen ihnen und einer glücklichen Zukunft und er verbündet sich mit Wesen, die nicht besiegt werden können. Okay, dann geht es da weiter. Mond, Silber, Zauber. Ich weiß nicht, welcher Band das jetzt ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich der zweite, dritte oder so. Und das ist Mondsilbernacht. Und dann habe ich noch Mondsilberlicht. Das ist, denke ich, der erste Band. Genau. Also keiner ihrer Träume hätte Emma auf die drastische Veränderung vorbereiten können, aber nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter ist sie gezwungen, in die verschlafene Hauptstadt in der Isle of Skye nach Portree zu ihrem Onkel zu ziehen. Das Letzte, mit dem sie rechnet, ist, dass sie dort die große Liebe findet, was sie aber tut. Callum fällt ihr auf, er zieht sie unwiderstehlich an, obwohl er sie überhaupt nicht interessiert. Er will eigentlich gar nichts von ihr. Also ich bin sehr gespannt, ich kenne die Bücher bisher noch nicht. Mal gucken. So, dann kommen wir zum nächsten Paket. Einen Moment, ich muss mal kurz aufstehen hier. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten. So. Gut, dann fangen wir an. Und zwar, okay, das ist von Anhem, der Würfelmörder. Habe ich schon ein bisschen was gehört. Also sehr spezieller Buchschnitt, wie ihr seht, das Buch. Ganz toll. Also, was geht's? Muss ich mir ein bisschen mal spicken kurz schnell. Also, in Hillingsborg häufen sich brutale Mordfälle. So. auch Kommissar Fabian Risk kann einen Zusammenhang zwischen den Morden auch erkennen. Der Tod im Einkaufszentrum ist eine grausame Hinrichtung. Alles, was bleibt, ist eine lange Reihe blutiger Morde
ohne Motiv. Doch was, wenn genau da der Zusammenhang ist, also dass einfach kein Motiv da ist, kein Grund. Aber wie fasst man einen Mörder, der kein Motiv hat? Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Also der Buchschnitt, wie ihr seht, ist schon sehr speziell. Bin mal gespannt, wie das Buch ist. So, dann habe ich natürlich noch den zweiten Band auch noch hier von Anhem, die Rückkehr des Würfelmörders. Bin sehr gespannt drauf. Mir Lust mal wieder einen Füller zu lesen. So, also die brutale Mordserie geht natürlich in Hellingsborg weiter. Der Würfelmörder tötet völlig unwillkürlich. Völlig willkürlich, Entschuldigung, völlig willkürlich. Ein Rentner wird mit einer Plastiktüte erstickt, ein Kind wird nachts in seinem Bett vergiftet, ein Segler wird mit einem Schwert auf seinem Boot enthauptet. Als Kommissar Fabian Risk an einem Tatort einen Würfel findet, erkennt er, dass dieser Fall wie kein anderer ist. Der Mörder spielt ein Spiel und die Regeln kennt nur er selbst. Wird der Würfel auch über Risks Leben entscheiden? Bin sehr gespannt drauf. Also auch wieder diese, nee, das ist auch wieder so ein spezieller Schnitt. Bin ich mal gespannt. Das war ein spezieller Einband. So, dann kommen wir zum, ja, habe ich wieder, wieder ein Buch der Royal-Reihe. Love. Also bin sehr, ich habe die Reihe, wie gesagt, ja schon mal gelesen, habe ich schon erwähnt. Auch wieder von Genefa Lee. Du kannst erkennen, spiegelt jetzt ein bisschen. So, jetzt sieht man es gut. Okay, dann kommen wir zum nächsten Buch von Rebecca McLaughlin, die namenlose Königin. Also Coin ist eine Namenlose und gehört damit zum Bodensatz der Gesellschaft im Königreich Ceridan. Doch eines Tages passiert das Unglaubliche. Der König stirbt und auf Coins Arm erscheint eine schwarze Krone. Das magische Tattoo wird an denjenigen weitergegeben, dessen Namen der König auf dem Sterbebett ausgesprochen hat und den er oder sie als seinen Erben dann nennt. Doch Coin hat weder einen richtigen Namen noch eine Verbindung zum König. Nur widerwillig offenbart sie sich und findet sich wenig später im Palast wieder. Doch schon bald merkt sie, dass ihr Schicksal keinesfalls vom Zufall gelenkt ist, denn sie hat magische Kräfte, die mit dem Tattoo zum Leben erwacht sind und im Palast nur sehr gut, nur gut zu gebrauchen sind. Bin sehr gespannt. Das glaube ich auf meiner Wunschliste. So, dann bin ich also fast schon am Ende angelangt hier. Und zwar von Markus Heitz, die Meisterin. Seit Jahrhunderten bemüht sich die Hallerin Genev Cornelius um Neutralität in der ewigen Fehde ihrer Familie mit der Scharfrichterdynastie der Bugattis. Doch dann wird ihr Bruder im Hinterhof in einem Londoner Pub brutal enthauptet. Es ist ein Racheakt, der den uralten Zwist zwischen den Scharfrichterfamilien wieder entfacht. So scheint es zumindest. Denn zur gleichen Zeit häufen sich die Ereignisse in Genevs Heimatstadt Leipzig. Die Anderwelt mit ihren mystischen Kreaturen ist in Aufruhr. Die unsterbliche Heilerin ahnt, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Behält sie ihre Neutralität bei zieht sie in den Kampf quasi, um für ihre Überzeugungen zu kämpfen? Oder dabei vielleicht auch den Tod findet? Also, ich habe schon viel von der Reihe auch gehört, soll sehr, sehr gut sein, bin sehr gespannt drauf. Das ist jetzt der erste Band. Und dann habe ich noch, Moment, muss ich kurz den Aufkleber schnell abfriemeln. So, jetzt. Und das ist dann der zweite Band, Spiegel und Schatten. Also sie hat eine letzte Nachricht bekommen, als in ihrer Wahlheimat Leipzig eine Vicar brutal getötet wird, führt die Spur eben zu Genev. Denn die Ermordete war extra nach Leipzig gereist, um Genevs Rat einzuholen. Oder Genevs Rat einzuholen. Also ich bin sehr gespannt auf den zweiten Band. Ich hoffe, die Reihe wird mir zusagen. Also Heiz-Fan bin ich sowieso seit dieser Sanctum und Ritus-Reihe und die anderen Bücher, was er da geschrieben hat. Jo, dann bin ich schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt ja einige von den Büchern gelesen, die ich jetzt euch gezeigt habe. Alle Infos zu den Büchern, wie immer, habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr gerne meinen Kanal abonnieren wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Einfach unten in der Infobox findet ihr den Link. Einfach suchen, ist eigentlich gleich am Anfang, gleich unten nach der Beschreibung.
zu finden. Oder einfach hier unten rechts auf Abonnieren klicken, dann seid ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich, wenn es euch natürlich besonders gut gefallen, einfach einen Daumen nach oben natürlich da lassen, ganz klar. Ihr könnt das Video auch teilen auf euren Seiten, wo auch immer. Ja, dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sage Servus und Baba. Ciao!